gesehen auch nach Hause finden. Gleich irgendwie ein See oder sowas kommen. Yep. Ja, hier waren wir schon mal. Hier haben wir auch schon alles ausgeleuchtet. Sehr nice. Ich ärgere es aber immer noch, dass wir keine Diamanten und kein Dungeon gefunden haben. Keinen großen. Ach Mensch. Finde ich etwas ärgerlich. Vielleicht mache ich da irgendwie mal, wenn ihr den unbedingt sehen wollt, ein Let's Show von oder so, oder keine Ahnung. Aber ich denke mal, bis die Folge hier hochgeladen habt, ist, habt ihr schon längst einen eigenen gefunden. Und dann muss ich keinen Let's Show mehr machen oder so. Und ich glaube, da vorne ist unser Zuhause. Fällt gerade auf, ich war die ganze Zeit auf Peaceful. Könnte man wieder auf Easy gehen. Ist mir mal spontan so aufgefallen. Juhu, wir haben es doch geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Mist. Ich dachte, ich könnte mich drunter wegstehlen. Na egal. So. Sind wir endlich wieder daheim. Was machen wir denn als erstes? Ofen anschmeißen, unbedingt. Einmal Iron Ore und zweimal Iron Ore. Und da kriegt man dann wieder ein 64er Stück raus. Und ich sollte mir jetzt noch einen Ofen bauen. Was ich jetzt auch tun werde. So, zack, zack. Und rennen mit dem Gold. So, dann ein bisschen hier so Lapslauzi Map. Beef, das kann man dann auch noch gleich. Iron Bow. Chicken oder Pock-up oder keine Ahnung, Road Beef, tue ich mal eine Kiste. Redstone haben jetzt noch mehr. Kübelstein behalte ich gleich mal. Noch mehr Kübelstein, Steak behalte ich auch. Das Bett. Unser Reisebett kommt jetzt wieder da rein. Das tue ich auch da rein. Na, tue ich auch mal weg. Sugarcane tue ich auch weg. Oh, verdammt, wir hatten doch die ganze Zeit eine Schere mit. Wieso haben wir uns eine neue gemacht? Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich sehe schon wieder die Kommentare seit 5 Videos oder so. Ben, du hast doch so eine scheiß Schere mit. Ach, ich sehe schon wieder die Kommentare. Ich sehe sie schon wieder. Ben, bist du da blöd? Ja. Ben, du hast deine Schere übersehen. Ja. So, hier brutzelt alles fleißig. Schön, würde ich sagen, ich komplett verprasse jetzt noch schnell die Göbelsteine für unsere Mauer und dann ist auch erstmal gut mit dieser Aufnahmesession. 1,5 Stunden müssten eigentlich erstmal reichen. Komm her. So, das müssten 10 Parts oder so sein, die wir hier wieder rauskriegen. Da.
Ja, leider haben wir kein Dungeon gefunden in dieser Aufnahmesession, aber waren trotzdem mal ein bisschen Höhlen forschen. Das hat doch auch was. Haben viel Gold gefunden, leider keine Diamanten, was mich ein bisschen ankotzt. Bäm. Bäm. Och Mann, ey. Und wir haben unseren Grundriss fertig von unserer Mauer. Creepermann. Ich habe kein Schwert ausgerüstet. Creepermann. Halt, falsche Taste. Creepermann. Den müssen wir jetzt erstmal verscheuchen. Geht nicht anders. Nein, du explodierst nicht. Komm her, Creepermann. Wo ist er jetzt? Creepermann? Da ist er. Komm her. Nicht, dass du hier noch irgendwas Wertvolles zerstörst. Schön. So. Haben wir den Creepermann auch zurechtgewiesen? Zweite Schicht aufzutragen. Sehr schön. Haben wir noch ein paar Göbelsteine hier. So. Also die Mauer wird uns noch eine Weile beschäftigen. Tut mir leid, aber ist halt so. Bei meinem eigenen Domizil hat sie mich nicht so lange beschäftigt, aber da musste ich auch kein ganzes Dorf umranden. Mit einer Mauer. Fleißige Axt. Weg. Was ist das? Scheiße, ja. Okay, das war's mit dem Baum. Ich wäre ihn auch sehr verbunden, wenn er jetzt verschwinden würde. Den Baum rufe ich auch noch weg. Rein zufällig dabei. Hat man ja so wenig in Minecraft. So. Passt man hier noch schnell unsere ganzen Göbelsteine. Sehr schön. Da haben wir schon mal ein bisschen was für die Mauer getan. Ah, hier unten muss er noch dicht gemacht werden. Eieieiei, nicht gut. Haben wir zufällig noch irgendwie welche dabei? Irgendwie im Inventar oder? Das habe ich Inventar in der Box, aber haben wir überhaupt gar nicht mehr. Na gut, wir haben jetzt sehr lange aufgenommen. Deshalb würde ich sagen, dass wir da alles gerendert haben, und so sind schon wieder 5 Jahre vergangen. Deshalb würde ich sagen,
Ich beende an dieser Stelle die Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann weiter an dieser Mauer hier arbeiten. Cool. Sieht irgendwie cool aus. Mit dem Haus da. Ah, daraus können wir uns schon noch was Schönes basteln. Okay, Leute, mit diesem Bild von diesem komischen Haus, was aussieht, als hätte es zwei richtig lange Arme, verabschiede ich mich von euch, von dieser Aufnahmesession und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.